Bisher bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im Dorf Taborasa trafen wir erneut auf Kilton, der uns zeigte, wo wir seinen Bruder Koltin nach Armbruch der Dunkelheit treffen konnten. Wir begaben uns zu seinem Laden, wo wir Majosignar gegen Koltins Schätze tauschten. Darunter befand sich das Geistergewand sowie der Geister Akama. Anschließend besuchten wir Dumster und Powder in Taborasa und lernten ihre Tochter Mathilda kennen, die sich bald auf eine große Reise nach Gerudostadt aufmachte. Wir halfen sowohl ihr als auch ihren Eltern bei den letzten Vorbereitungen und nahmen dann auch schon Abschied von dem kleinen Mädchen. Nun können sich Dumster und Powder aber wieder auf andere Dinge konzentrieren, was uns ziemlich gelegen kommt. Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir befinden uns in Taborasa. Hier haben wir letztes Mal Abschied genommen von der kleinen Mathilda, der Tochter von Dumster und von Powder. Es müssen ein paar Jahre vergangen sein, die hatten nämlich vorher kein Kind, da bin ich mir sehr sicher. Die beiden stehen da, wir können da wohl jetzt auch hin. Nehme ich jetzt mal, die nimmt gleich Aufträge für Traumus entgegen. Möchte ich jetzt aber noch nicht machen, tatsächlich. Ich will nämlich erst den Schrein hier machen und ich glaube tatsächlich, dafür brauche ich so oder so die Schwebahn hier, weil ich muss ja eh wieder runterkommen. Ja genau, nehmen wir einfach mal hier die Schwebahn. 50 Rubine für diesen komischen Stein. Da kommt euch das Geschäft, Der hat mich vorhin am Tisch gezogen, ich weiß. Ah, du schon wieder. Musst du zum Projektgelände? Man kostet es nichts, mit der Schwebahn zu fahren. Kinder wie Erwachsene können einfach einsteigen. Es ist nass vom Regen. Pass auf, dass du wahrscheinlich ausrutscht. Okay, warum ist das jetzt kostenlos? Muss ich das jetzt verstehen? Diese Schwebebahn ist direkt und Dumpster ist ganz so stolz. Durch die Luft von Taborasa direkt zum Projektgelände. Wusstest du, dass in letzter Zeit auch vielleicht viel Zeug einfach so und ausgerechnet über dem Gelände vom Himmel fällt? Direkt und Dumpster bastelt alles Mögliche. Wir haben mit diesen Dingen vom Himmel herumprobiert, bis etwas funktioniert. Bei Schwebebahn ist ein Meisterwerk, das ganz leicht zu steuern ist. Nicht indem man draufschlägt. Das kann jeder. Die Schwebebahn fährt vom Dorf zum Projektgelände. Kostenlos für jedermann. Ganz fix schon bist du da. Ja, diese Da-Witze, die gehen mir dann auch im Sack, ne, ehrlich. So, einfach draufschlagen. Inwiefern? Einfach jetzt wirklich hier einfach drauf. Okay, so. Du hast die Schwebahn gebaut. Davon gibt es auf der ganzen Welt nur eine einzige. Uiui, wenn ich das nicht schnell in Ordnung bringe, kriege ich ganz richtig Ärger. Ist das hier so gedacht? Die Schwebebahn ist eine schwierige Angelegenheit. Schließlich werden hier Solarbauteile verwendet. Huch, da, ja. Wollte ich mich wohl wieder nicht zügeln, wa? So, die Schwebebahn ist wieder repariert. Aber das war ganz schön kompliziert, also seid in Zukunft bitte etwas vorsichtiger. Ist diese Ballade? Jo, okay. Alles klar, so, wie aktiviert das jetzt hier? Die Scheiße? Machen wir es so. Das Ding ist stehen geblieben, super. Muss da festkleben. Hätte jetzt nächste Runde. Ah, kommt zurück, okay. Immerhin. Ich muss ihn ja auch ankleben. Ach, das doch er. Scheiß Ding. So, los geht's jetzt hier aber. Was ich richtig jetzt hat auch nicht, soll die vielleicht mal was drum packen, damit man mich runterfällt, oder? Hab ich jetzt bescheuert. Naja, was soll's. Wow! Ich spiel jetzt hier das eh runtergefallen. So, bleibst du gleich. Sei. Okay, da kommt erstmal Genova an. Bleibst du jetzt auch stehen? Da fährt jetzt einfach weiter. Fährt einfach weiter. Oh, den Fall krieg ich sogar wieder, danke. So, ich glaube, wir müssen eh hier lang. Ich glaube, hier können wir irgendwo was bauen, oder? Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir was jetzt ein Floß bauen müssen oder so. Hier mit oder so. Oder die probieren damit rum mit den Sachen, die jetzt hier liegen. Ja, ich nehme jetzt das hier mit. Ich hoffe, das kann schwimmen, das Ding. Ich muss doch durchs Wasser, ne? Glaube ich. Wie sieht es danach aus? Ist ja noch ein Steuerelement. Irgendwo. Das wäre jetzt noch cool. Wenn ich nämlich auch nur einfach ein eigenes, ich krieg ja hier welche. Das sind Räder. Das ist auch noch ein, also, ja. Schau ich mal ein. Ja, ich sehe kein Link-Element. Krieg ich da immer noch da drauf, wenn das Ding da drauf ist? Ist die Frage. Ja, müsste, oder? Wenn ich davon ein eigenes Link-Element, wo haben wir die Dinger? Ah, ich habe 10 Stück davon. Muss ja wohl reichen. Ich hab nur die Sorge, dass das nicht schwimmt, das Teil. Irgendwie weiß auch nicht warum. So, los geht's. Ich kann's nicht betätigen, scheiße. Muss der hier einmal ab, der muss hier oben drauf einfach. Jetzt geht's. So, wir müssen erstmal ins Wasser.
Ich glaube, die geht unter, oder? Die geht unter, ja, tatsächlich. Jetzt komme ich nicht weit. Dann mache ich es anders, glaube ich. Habe ich noch eine Axt? Ja, ne? Ich hatte doch eine hier, genau. Bauen wir uns dann einfach wieder am Floß. Der ist eh immer besser. Haben mehr Fläche und so. Besser ist immer 4 zu haben, aber ist jetzt egal. Ganz ehrlich. So, und dann noch das Ding hier drauf und dann müsste das passen. Der Ding fällt jetzt auch nicht. Vielleicht mal tieferes Gewässer legen, ne? Das müsste doch jetzt reichen eigentlich. So, los geht's. Der eine Ventilator, scheiße, ich brauch 2. Nicht gerade. Eigentlich. Hier schnell bin ich damit nämlich auch nicht, ne, unterwegs. Ich glaube, ich weiß nicht, wo ich hin muss, weil ich auf der Karte zu sehen. Das kann das sein? Dass es irgendwie vielleicht hier hinten drin liegt oder so? Mein Gott, ist das lahmarschig. Nee, ganz ehrlich, das ist mir zu langsam. Ich hab doch eh Ventilatoren ohne Ende, ne? Ja, hallo? Ach, hoch. Hallo, bist du jetzt bescheuert, Junge? Du sollst das hochnehmen. Ja, der will mich doch gerade verarschen, oder? Ach, es war das andere Ding dran. Gibt's so. Ja, was macht der denn hier? So, deswegen im Kleber hier. Der immer loslässt, quasi. So. Müsste besser gehen, oder? Na, weil das Ding einfach scheiße gebaut ist, das könnte ich auch sein. Weil die Stimme soll halt nach oben schmaler werden. Egal, fährt. Das ist das Wichtigste. Ich hab lange. Ach, da kommt der hin, okay. Ich sehe den Schrein auch, da das Gerüst dafür. Da vorne hinlaufen können, oder? Von oben. Kann das? Kommen aus der Stadt raus und dann. Ja, egal. Jetzt sind wir hier so unterwegs gewesen. Ist doch okay. Und wir sind auch gleich da. Deswegen, es passt doch. Der Yotsi Ihiga Schrein. So. Oh, das Ding fällt wieder weg. Hallo? Was ist das denn jetzt hier? Wenn dieser Scheißstein jetzt nicht da oben liegen bleibt, ne? So, bitteschön. Also, den machen wir jetzt natürlich auf. Da gucken wir uns auf jeden Fall noch mit Taburase um und dann begeben wir uns langsam zum Arcane-Institut. Dir, dem Dabon des Kristalls, schenken wir nicht, dass die Finsternis band. Überspringen wir mal. Komm, das haben wir jetzt auch schon oft genug gesehen. Das reicht mal irgendwann. Auch jetzt war schon anzusehen, das muss man ja sagen. Habe ich das jetzt gerade nicht, wir gehen rein. So, und es ist ein raues Segenschrein, außer ich werde wieder getrollt. Sieht aber nicht danach aus, heißt auch raues Segen, von daher gehe ich da jetzt nicht von aus. Sehr gut. Und damit haben wir einen Diamanten bekommen, sehr gut. Ja, ach, oder wir bauen das Haus heute noch. Also wenn das geht natürlich, wenn wir noch Kohle haben. Ich hoffe, es kostet nur 200, die von Rubinen, die wir gekriegt haben. Gehe ich aber nicht von aus, ich glaube, das wird schon ganz schön teuer werden. Wir müssen uns vielleicht noch angucken heute, mal gucken. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier noch ein Singslicht, das heißt, wir haben wieder 4. Ja, also wieder eintauschen gegen Ausdauer diesmal, ne? Hatte ich ja gesagt. Geht aber erstmal hier wieder raus. So, da wären wir wieder. Und wo wir auch noch hin können, ist zum Stall hier, ne? Im Westacker, da kann das sein. Ja, wo will ich jetzt hin, ist die Frage. Auch nicht gleich direkt nach Taburase, ne? Ja, komm, ab nach Taburase, Freunde, ganz ehrlich. So, also sind wir hier bei der Statue der Göttin, Freunde. Nehmen wir direkt den Ausdauer-Container mit, würde ich sagen. Warum können wir ihn ja. Warum noch nicht, ne? Würde ich sagen. Genau, Ausdauer bitte. Falls ich doch mal immer tauschen will, wir haben ja noch die Dämonenstatue unterm Spellposten in dem königlichen Geheimkerker da. Geheimgang, genau. So hieß das Ding. Ja, und Kilton hat ja auch noch was jetzt für uns, ne? Stimmt. Der müsste jetzt auch Zeit haben. Oder du musst jetzt Zeit für ihn haben, ist er gesagt. Wir gucken uns jetzt mal hier rum, wir drehen jetzt hier eine Runde, würde ich sagen. Und wenn ihr, mal gucken, was hier noch, ob noch interessant ist, wenn nicht, dann direkt zu Kilton, würde ich sagen. Das ist ein Gasthaus, ne? Da brauche ich gleich reingehen. Ja, okay, Freunde, ich habe gerade während meines Rundgangs gemerkt, es sind ja eigentlich auch nur 2 Häuser hier, ne? Also, die jetzt nichts Besonderes sind, zumindest da ist ja das Büro schon. Dann haben wir das Haus und das da hinten. Neben dem Gasthaus da, ne? Und das war ja dann auch schon. Und da steht da hinten, ich sehe gerade was, Leute. Ist bestimmt ein Krog, oder? Ja, ist es tatsächlich.
Aber muss ich mir echt merken, die Glocken, die man hier sieht im Spiel. Einfach mal läuten einmal, dann kriegt man schon mal Kroxa immer raus. Das ist richtig gut zu wissen. So, was machen wir jetzt zuerst? Ich würde sagen, erst hier Hilton helfen, wenn möglich. Genau. Was ich sagen will. Bockblitz haben riesige Nasen, die man fast schon als Rüssel bezeichnen könnte. Ihre Ohren sind länglich und, das Horn oben auf ihrem Schädel ist klein und süß. Hilf mir jetzt nicht weiter. Ja, was gibt's denn hier? Ah, grüß dich. Wollte dir nochmal für deine Hilfe mit Mathilda danken. Mit dir kann ich endlich wieder ein bisschen klarer denken. Jetzt, da Porter wieder ihre Arbeit mit den Traumhäusern aufgenommen hat, sollte ich noch härter arbeiten als zuvor. Oh, es tut mir leid. Ich hätte fast schon wieder angefangen, dich vollzuschwafeln. Stimmt, er war der, der immer sich nur so kurz ausgedrückt hat, ne, Breath of the Wild, oder? Ich hätte auch nur so kurz geantwortet, kann das? War er das oder war es ein anderer von den Dars hier? Ne, es muss er gewesen sein. Yolanda war es nicht. Oder Yonda, wie auch immer der heißt, der eine Typ da. Das ist Kilton. Er ist vor kurzem nach Taburasa gezogen. Ich soll ihm eine Monsterskulptur bauen. Ich bitte um Verzeihung. Ich bin nicht so gut im Erklären. Am besten wäre es wohl, wenn wir ein Bild eines Bockmann hätten, aber eine solche Zeitung wird mir kaum gelingen. Als Ausgleich werde ich, Kilton, meine Erklärung dafür unermüdlich wiederholen, bis alle Klarheiten beseitigt sind. Ja, ein detailliertes Bild wäre wohl am besten. Ich habe eins, scheinbar. Ich wüsste nicht, also entweder im Album selber oder... Nein, ich habe doch keins. Ah, super. Man kann es also sagen, man hat eins, aber man hat eigentlich gar nicht keins. Also ich könnte ins Handbuch reingucken, dann geht natürlich nicht. Ach, wenn ich nur ein detailliertes Bild eines Bockbild hätte. So, seine kleine Monstersammlung. Mal ehrlich, ist hier nicht irgendwo... War doch Monsterlager irgendwo, oder? Ich bin das fotografieren, die Viecher. Vorne von hier aus nicht eine Scheiße. Ja, jetzt hätte ich gern Teleportmedaillon tatsächlich. Oder könnte ich mich, ja egal, komm, wir gehen da eben runter, Leute, und holen uns ein Bockbild da, ehrlich. Was soll's. Dann komme ich einfach direkt wieder hierher. Krieg ich den ja eh nicht wirklich mit. Sag mal, kommt eins der Häuser dahin vielleicht, oder mein Haus, was ich dann baue? Egal. Problem ist, glaube ich, er will wahrscheinlich ein Bild von dem normalen Bockblin, ne? Hier sind, glaube ich, keine normalen Bockblin gerade. Das ist egal. Da steht nur Bock, also scheinbar 10 beide. Nimm mal einen silbernen. Ganz ehrlich, wenn schon, denn schon. Ne, ich will es aber behalten, das Bild. Habe ich jetzt aber neues gemacht fürs Album? Ja, okay, immerhin. Ja, gehen wir mal zurück zu den beiden, würde ich sagen, ne? So, ich bin dann jetzt mal mit der Schwebebahn hochgefahren. Die ist arschlangsam, Leute. Ich kann es euch nicht empfehlen, unbedingt. Aber war jetzt für mich der schnellste Weg, also der oder der komfortabelste Weg, hier hochzukommen. So, ich habe ein Bild, meine Freunde. Das kann ich euch jetzt geben. So, von einem Bockblind. Mehr wolltet ihr ja nicht haben, ne? Jetzt doch nicht, aber das wär's ja jetzt. Ho! Hohohoho! Genau so ein Bockblind hatte ich gedacht. So, lässt sich arbeiten. Können wir uns dieses Bild ausleihen? Ja klar, gerne doch. Ja, das kriege ich hin. Darauf ist Verlass. Dummste erledigt das. Ganz fix, das ist tada. Deine Monsterskulptur steht da. Das ist einfach... Also auch wenn die daran festhalten, ich finde immer noch dumm, dieses Motto, diesen Slogan. Aber, ja gut. Du echt von dem silbernen Bock bin jetzt angefertigt, tatsächlich. Fertig, ganz fix, wie versprochen. Haha, hoho! Hör ich das an, so wollte ich die Skulptur haben. Das war nicht weiter schwer. Aber jetzt sag mir nicht. Also dann, bitte platziere die Skulptur auf der Bühne dort. Unmöglich. Warum? Hä? Unsere Filmpolitik, wir übernehmen keine Verantwortung für unfertige Produkte. Ja, ich kriege Skulptur nur auf die Bühne. Ich sag mir aber nicht, das wird so eine Nintendo-Scheiße. Hab ich ja gar keinen Bock drauf. So vielleicht? Ja, ich hab sie aufgestellt, mein Freund. Oh, seh ich den recht? Du guckst gar nicht hin, Kollege. Aber ja, jetzt siehst du sie. Ach, es sieht so lebendig aus. Rechne direkt damit, dass einem gleich das liebliche Aroma dieses Monsters in die Nase steigt. Einfach herrlich. Genau das habe ich mir gewünscht. Stimmt. Wirkt überraschend lebendig, die Skulptur. Oh ja, zeig mir dieses Meisterwerk allen im Dorf! Oh no, was hab ich getan? Seht her, alle miteinander! Sieht ihn euch an, den weithin berüchtigten Bockblin! Nur hier könnt ihr uns so aus der Nähe bewundern, nur hier! Oh, irgendwie ist sie auch ein bisschen niedlich. So, nach euren Augen werden und eure Ohren verwöhnt, und zwar mit einem kleinen Vortrag. Dieser liebenswerte Racker ist ein Bockblin.
sie in ganz Hyrule zu finden und kaum ein Monster bekommt man so oft zu Gesicht. Mit ihren großen Ohren und süßen Schnäuzchen möchte man sie direkt knuddeln. Eigentlich nicht, aber ist okay. Man sollte sich ihnen nur nähern, wenn man weiß, was man tut. Die sind keine guten Konversationspartner. Oho, wenn man das so hört, gewinnt man sie irgendwie lieb. Wenn man sie hasst, kennt man sie nur noch nicht. Beobachten und lernen, das soll unser Streben sein. Jetzt euch dieses wundervolle Exemplar an, wann immer ihr wollt. Ja, ich meine, was hier ganz klar gegen so eine Nintendo-Galerie spricht, der Platz hier natürlich, ne? Danke, danke. Du hast nicht nur meinem Bruder, sondern auch mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich nicht vergessen. Nimm das hier zum Dank. Es handelt sich um ein kleines, Schmankerl aus eigener Produktion. Monster Essence, geil. Dieses Bild war großartig. Du musst wirklich ein großer Künstler sein. Es ist mein Traum, Skulpturen von Monstern aus aller Welt zu sammeln, um meine Begeisterung mit allen zu teilen. Du hast mir geholfen, den ersten Schritt zur Erfüllung dieses Traums zu machen. Ich kann auch mehr machen, wenn Interesse besteht. Noch mehr machen, ja. Wirklich? Dann möchte ich als nächstes gerne ein Horrorbild angefertigt haben. Horrorbilds haben riesengroße Prang und ein prächtiges Fell. Und sie hängen von der Decke. Nicht sehr hilfreich. Ich bitte um Verzeihung. Meine Auswahl lassen wir wieder zu wünschen übrig. Ja, wieder ein Bild. Okay, habe ich aber nicht. Ich glaube, es hat dann noch Zeug. Okay, es ist aber doch eine Quest. Möchte ich eigentlich noch wegstellen jetzt, ja. Weil wenn Horrorblind, dann kommt der wohl eher dahin. Stech den Bockblind jetzt einfach hier vor, oder? Oh, die Höhle. Das wird auch so gespeichert hier für mich jetzt persönlich, ne? So, dann ab zu Powder. Ja, den Horrorblind werde ich jetzt nicht suchen. Das mache ich dann irgendwann mal nebenbei so. Du bist da, ne? Ja, und so. Willst du dein Traumhaus? Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen beim Bauunternehmen Dumpster. Jetzt, da Mathildas Umzug abgeschlossen ist, habe ich wieder Zeit für meine Arbeit. Unterstütze unsere Kunden dabei, ihr Traumhaus zu bauen. Natürlich bieten wir die Grundausstattung wie Küchen und möblierte Zimmer an. Doch zusätzlich haben wir auch Sonderanfertigungen im Angebot, etwa Räume für Kunstfreude oder Pferdeställe. Das allerbeste an unserem grandiosen Konzept ist jedoch folgendes. Das heißt, deine Räume ganz nach Belieben selbst zusammenstellen. Als Kunde wählst du einfach die gewünschten Räume aus und kombinierst die dann nach Lust und Laune. Dies Erlebnis bieten nur wir. Und wenn das Traumhaus fertig ist, hat jeder Kunde ein Andenken an dieses besondere Ereignis. Das Video steht wegen deiner Hilfe mit Mathilda in deiner Schuld. Wenn du also Interesse an einem Traumhaus hast, gebe ich dir einen Nachlass. Darauf ist zwar das... Okay, ich will eins haben, gerne. Möchtest du also unsere Hilfe beim Traumhausbau in Anspruch nehmen? Dankeschön. Wir hätten da noch ein Grundstück in allerbester Lage, das dir garantiert gefallen wird. Normalerweise bist du dafür, das Bauland allein schon an die 3000 Rubine berappen, aber... Ich kostet ein Paket mit Grundstück und zwei Zimmermodulen und läppische 1500 Rubine. Alter, was sagst du? Ich will's ja nehmen, ich habe noch nicht genug Kohle. Oh, das ist mir jetzt aber unangenehm. Sieht so aus, als hättest du nicht genug Rubine dabei. Okay, ganz ehrlich, Leute, das möchte ich jetzt echt gerne haben, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, gucken wir mal, ob wir irgendwie mal in Goronia... Ja, da gucken wir jetzt nach, ob wir in Goronia Edelsteine umtauschen können. So, da steht die gesuchte Gerudo, die immer schön gute Preise anbietet für Edelsteine, ne? Was, sie will nicht immer noch 10 Edelsteine... Ja, scheiße, wir noch 10 Diamanten haben. Kacke. Ich habe nur 3, ne? 3 habe ich, oder? Mittlerweile wieder. Wenn ja, dann... Ich habe 2 nur. Okay, schade. Ja, dann muss ich mal gucken, ob ich irgendwas verkaufen kann, oder? War nicht irgendwo ein Laden? Lass mal eben gucken, ob wir irgendwie die 500 Rubine zusammenkriegen können. Dann verkaufe ich jetzt einfach mal sowas. Ist ja egal. Ausnahmsweise mal. Ich meine, ich habe 27 Rubine. Ja, das reicht doch locker. Trotzdem erstmal lieber hier so ein paar Bernsteine verkaufen. Mal so 50. 50 habe ich gesagt. Schau, 500 Rubine, dann brauchen wir nur noch 400, ne? Ich möchte jetzt ungern hier diese Rodoniten und so abgeben. Da kommen hier noch 15, dann haben wir es doch, ne? Zusammen. Da kommen einfach 30. Weg davon. War noch ein bisschen was auf der Tasche übrig, ne? Deswegen. Gut. Dadurch geht's zurück nach Taburasa, Freunde. Oh, wo ich sie gerade sehe, direkt beim Schrein. Wenn man nach Taburasa fliegt, da ist ja so eine riesige Fläche, ne? Kann es sein, dass wir einfach hier. Ja, okay, hier kommt wahrscheinlich unser Traumhaus hin. Hier steht jetzt auch so ein Typ auf einmal. Der war vorher auch noch nicht da. Bevor wir Mathilda geholfen haben. Wir werden es ja gleich sehen. Also ich würde es jetzt auf jeden Fall kaufen. Der Traum vom eigenen Haus, warum sollen wir es ihn nicht erfüllen? Vor allem möchte ich, deswegen habe ich uns auch ein paar Sachen mehr verkauft. Ich hätte auch hier verkaufen können, klar. Im Nachhinein fällt es mir auch ein. Aber ich wollte ja gucken, ob ich bei Ramella was umtauschen kann. Welche gleich in Gronia gewesen auch. Ist die Statue noch da? Ja, die steht genau da, wo ich sie stehen lassen habe. Okay, immerhin. Dass ich irgendwie neu geladen oder hat dann irgendwie doch einen festen Punkt oder so. So, oder ich habe genug Kohle dabei. So, ich will ein Traumhaus. Willst du also unsere Hilfe beim Traumhausbau in Anspruch nehmen? Dankeschön. Ach so, das hat ihm schon gesagt. Ich nehme das Set. Vielen Dank für den Vertragsabschluss mit unserer Firma. Wir werden umgehend mit den Vorbereitungen beginnen.
Begib dich bitte bei nächster Gelegenheit zu deinem tollen neuen Grundstück, das sich südöstlich von dir befindet. Ja, das ist doch da, wo ich gerade war. Echt da oben, ne? Tatsache. Deswegen ist der Schrein auch da oben. Sieh ein kleines Stück von hier entfernt. Beim Schrein dort, siehst du? Auf dem Hügel erwartet dich einer unserer Mitarbeiter mit allen weiteren Informationen. Die Details kannst du dann direkt auf dem Grundstück mit ihm besprechen. Ich wünsche dir schon einmal viel Erfolg beim Bau deines Traumhauses. Savok! Okay, sehr gut. Ja, dann begehen wir uns direkt dahin, oder? Würde ich sagen. So, da wären wir. Also, wisst ihr, warum man aussieht, dass hier das Gebäude kommt an dem Umriss hier? Ich weiß nicht, ob der vorher auch schon da war, aber ich glaube, der ist jetzt erst dahin gekommen. Ja, vielleicht schon, weil hier ist ja noch nichts, meine ich so. Ich hab da nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt, aber kann sein, dass er schon vorher da war. Hey, Tag auch. Du bist bestimmt Link, was? Ich bin gerade hier da und arbeite für Spawnunternehmen im Dumpster. Bau da aus dem Bräutlich schon angekündigt. Du kannst mich alles zum Hausbau fragen, aber zuerst fasse ich hier mal kurz zusammen, wie das hier alles abläuft. Willst du bitte zuerst mal dorthin schauen? Mit vor uns sehen wir dein frisch erstandenes Grundstück, Link. Wenn du hier ein paar von den Zimmern, die du aus dem Sortiment unserer Firma einpackst, zuck, tada, dein durch und durch einzigartiges Traumhaus. Wollen wir doch mal sehen, du hast dich für das Zimmerpaket entschieden. Gute Wahl, denn damit hast du von Anfang an 2 Module zur Verfügung. Dauert noch einen kleinen Moment. Perfekt, dann können wir direkt was bauen. Scheint nicht allzu viel, aber immerhin können wir was bauen. Ich würde nämlich gerne die Waffen von den Recken quasi hier ablegen. Hier sind die Zimmermodule. Links ist das Zimmer mit Tür und rechts das Schlafzimmer. Zum Schutz der Einrichtung ist doch alles mit Netzen bespannt. Aber die kommen natürlich weg, sobald der Bau fertig ist. Jetzt musst du die Zimmermodule bloß noch auf deinem Grundstück platzieren. Und innerhalb der Seilabgrenzung alles so an, dass ein gemütlicher Wohnraum entsteht. Viel Spaß dabei. Eins doch, derzeit kannst du für deinen Traumhausbau nur unsere Module verwenden. Nichts anderes. Ah. Wenn du fertig bist, muss ich noch eine kleine Sicherheitsinspektion durchführen. Also gib mir dann Bescheid. Und jetzt ganz viel Spaß bei deinem ersten Schritt auf dem Weg zum Traumhaus. Ich hab dafür, kann ich später auch Dings verwenden. Wunderbauteile. Mach's doch mal hier hin. Der Schrein ist da oben, ne? Genau, dann können wir nicht immer direkt da reinlaufen. Danach gehe ich jetzt. Ich gehe jetzt nicht danach, wie das irgendwie praktischer wäre für Besucher. Und dann wird ja ganz klar von da hinten aus, ne? Oder mach ich das doch so? Ist doch eigentlich scheißegal. Aber nee, ich mach das so, dass es für mich praktisch ist. Wir dann hier verbinden. Ne, würde ich sagen. Dann bin ich doch eigentlich schon fertig. Ich meine, ich kann es eh nicht hier machen, deswegen brauche ich auch nicht hier rumstellen hier. Ist schwer am Bauen, wie ich sehe. Kann ich dir mit irgendwas behilflich sein? Bin fertig. Alles klar, dann mache ich mich gleich mal in die Sicherheitsinspektion. Ah, damit man keine Faxen macht oder so, ihr auf den Kopf stellt oder so, der macht, ist er noch hier oder was? Was kleine Absicherung. Inspektion ohne Bahnsteine abgeschlossen. Damit erteile ich dir offiziell die Erlaubnis, dein Traumhaus zu betreten. Wo ist das doch mal an, oder? Mhm. Hast du echt zum ersten Mal gemacht? Wie krass, du bist so ein Stolzbesitzer von dem Traumhaus. Naja. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich gebe gleich mal Paul da Bescheid. Machst du bitte mal noch, bis sie hier ist, ja? Tut mir leid, dass du warten musstest. Sag, wie quält dir dein Grundstück mit den Zimmern darauf? Die Module aus dem Paket sind platziert. Aber dann geht das Abenteuer Traumhaus jetzt erst richtig los. Das Bauteil im Dumpster bietet dir dafür unterschiedliche Module, die du nach Belieben kombinieren kannst. Gerade Jan, da kann dir mehr dazu erzählen. Aber von mir hältst du zur Feier des Tages schon mal dieses kleine Andenken. Bauunternehmen Dumpsterstoff. Werde ich wahrscheinlich nie benutzen, aber danke dafür. Dumpsterstoff mit Bauunternehmen Dumpster-Motiv, genau. Lass dich darauf verlassen, dass ich dir so lange zur Seite stehe, bis hier das krasseste Traumhaus aller Zeiten steht. Hör doch gleich mal damit an, dass du das in dem von deinen soeben platzierten Zimmern inspizierst. Vielleicht kann ich ja schon was da aufhängen. Vielleicht ist da schon so eine Vorrichtung. Wenn ja, brauche ich nichts mehr machen. Wenn nicht, dann muss ich natürlich noch mehr holen, ne? Eventuell. Ja, ist halt wie gesagt der Eingangsbereich und ein Bett, ne? Ich hier pennen kann. Aber das erklärt natürlich auch, warum Link sein Haus nicht mehr hat, ne? In Hateno. Dass er jetzt einfach sein eigenes Haus hier hat danach. Und wenn noch eine Vorteil kommt, dann hat wahrscheinlich Zelda dieses Haus eingenommen. So, habe ich jetzt infiziert. Fertig. Soll es noch mehr wie ein richtiges Haus aussehen? Oder willst du vielleicht diverse Annehmlichkeiten reinhaben? Also, was immer es ist, Gratianda macht es möglich. Mit Schubba Schubba und tada! Das Wort von dem Dumpster bietet jede Menge Umbauoptionen. Auf die neuen Module baue ich glücklich. Module sind eine echte Investition. Deshalb bieten mir eine Vorschau der Option, bevor du deine Wahl triffst. Also dann. Willst du umbauen? Na, da bist du bei mir Gold richtig, genau. Ist geritzt, da bereite ich fix alles vor. Kleines Momentchen bitte. Muss ich das bei ihm machen oder muss ich woanders hin? Muss ich zu Powder erst und Sachen kaufen? Das macht ja keinen Sinn, hier ist die Vorschau, ne? Echt riesig, dass du gewartet hast. Jetzt bin ich auch mit den Vorbereitungen für den Umbau komplett durch. Ah, die Netze wieder drüber gespannt, oder was?
Sag mir, dem Antiquaren Gratiander, ruhig Bescheid, wenn ihr nach dem Umbau ist. Ich will mehr im Rudel haben. Ein Rudel bitte, genau. Ausschau oder kaufen, ja. Also, Dreieckszimmer, nein, möchte ich nicht. Vierckszimmer. Waffenzimmer. Hierzu findest du drei Waffenhaltungen, in denen du deine Lieblingswaffen präsentieren kannst. Ich bräuchte auch schon Schildzimmer, ich brauche noch nochmal 1200 Rubine. Scheiße. Das Zimmer haben wir schon. Vor allem brauche ich doch noch so ein Zimmer, wo ich das alles hin kann, oder? Okay, wisst ihr was, ich hol mir, glaube ich, dieses Viereckszimmer, dieses Möblierte in dem Fall. Oder das Dreieckszimmer. Nein, Viereckszimmer, ja, Möbliert ist zwar teurer, ne? Egal, ich hol mir jetzt das hier. Repair. Ich auch gerne platzieren. Ganz ehrlich. So. Ich kann nicht zukleben. Kann ich halt einfach hier. Gut, dann gehen wir da weg. Alles Schlafzimmer. So. Was wäre das? Und dann noch. Na, ja, das war ja drin. So. Fertig. Das erste. Bin fertig. So gut auch schon mal. Achso, der ist erst zugemauert. Stimmt, macht ja Sinn. An den Seiten. So, gehen wir mal kurz rein. Einmal kurz das bebilderte Zimmer inspizieren. Warte mal, ich kann aber hier raus. Soll die Scheiße. Soll nicht zugemacht worden. Na gut, da gehe ich nochmal eben Kohle holen, ne, würde ich sagen. Aber den können wir bestimmt noch Sachen eintauschen, ne? Ich behaupten. Ja, ich will verkaufen, genau. Nochmal ein paar Edelsteine hier loswerden. Vielleicht auch 1200 brauche ich, ne? Bekomme ich jetzt hier einfach 100 von nochmal. Weil die anderen Sachen möchte ich, wie gesagt, nicht loswerden. Hiervon auch nochmal 12, einfach weg. Zack, da haben wir ein bisschen noch auf der Tasche. Muss erstmal reichen. Also ich möchte jetzt diese Sachen haben, damit ich die Sachen ablegen kann, die Waffen ablegen kann, die ich brauche. Ein Bogenzimmer fällt mir gerade ein. Brauche ich ja doch. Warte mal, dann fliege ich vielleicht doch nochmal mehr weg. Brauche doch drei Zimmer noch. Scheiße, stimmt. Über drei Zimmer dahin. Ich meine, ich kann das Schlafzimmer wegpacken im Zweifel. Aber so, ne? Aber davon 10 übrig, 10 Opale. Reicht erstmal. So, und dann geht's jetzt zurück zum Gratiander, würde ich sagen. Ja, dann natürlich auch neue Module kaufen, ne? Wieder. Da brauche ich diesmal das Waffenzimmer. Ja, alle drei Zimmer halt, ne? Mein Schildzimmer wäre jetzt nicht so unbedingt nötig, Bogenzimmer eigentlich auch nicht, aber bei Waffenzimmer. Wir haben schon eine Waffe, ja, den Schatzsäbel haben wir auf jeden Fall. Deswegen gut, komm, holen wir einfach alle. Gib her. Alle einmal kaufen, bitte. Zack, so. Das kann ich mir nichts mehr holen. Ich mache irgendwas wie Treppen oder so. Treppen, ja hier, Außentreppe, tatsächlich. Innentreppe. Die würde ich mir leisten jetzt, schade. Studierstube. Schon cool gemacht, also man kann echt viel machen. Eine Pferdeunterkunft gibt es auch noch. Statuenzimmer. Ah, ich hole eine Statue Göttin, das wäre auch gut. Und obwohl die ein Schrein ist, ich glaube, ich werde echt einen Teleport mal hier einfach hinsetzen. Sag ich ganz ehrlich, oder Taburada selbst. Macht wahrscheinlich sogar mehr Sinn. Bitte einmal mitkommen hier. Mal. Wow. Tatsächlich muss ein Zimmer loswerden, ne? Kann das? Hallo, mal ab da, Junge. Bist dich da jetzt? Obwohl. Hallo, was erzieh dich da, Junge? Kann ich auch so bauen. Sieht zwar vielleicht ein bisschen blöd aus, aber ist mir auch noch egal. Vielleicht krieg ich jetzt alle Dinger hier dran. Ich hoffe, das klappt so. Bin fertig. Alles tippitoppi, sehr gut, das freut mich. Dann gehen wir jetzt auch daran und legen direkt die Waffen ab, ganz ehrlich. Cool, dann haben wir schon mal ein schickes Haus. Ich hoffe, man kann irgendwann noch die Außenfassade irgendwie anstreichen oder so. Kommt hier hin, Schild. Oh, eine ausgerüstet? Nee. Also, hier kommt der Schild hin, der kommt natürlich hier hin.
Ist ja wohl klar. Zack, dahin. Der Bogen, der kommt wahrscheinlich hier hin, ne? Den muss ich auch ausrüsten. Zack. Und der Schatzsäbel kommt. Einfach hier hin. Hier war wahrscheinlich noch mehr Waffen von, ne? Deswegen kann man. Und davon werde ich auf jeden Fall noch eins holen müssen. Zack, so. Ich finde, das ist auch gar nicht so schlecht, dass es so ist, dass man nicht sofort alles sieht. Bis da nicht. Der Bogen ist jetzt egal, oder Schilder auch. Ja, gut. Ich würde sogar die Schilde eher dahin nehmen und die Waffen. Also das nochmal tauschen im Zweifel, aber. Muss ja nicht jetzt sein. Ja, dann haben wir jetzt unser eigenes Haus gebaut. Ich bin damit sehr zufrieden, soweit. Das erste natürlich, ne? Das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Vielleicht kommen wir hier nochmal irgendwann her. Und bauen uns nochmal ein schickeres Haus. Aber für heute, meine Freunde, war es das an der Stelle. Ich danke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und ich verlinke euch hier rechts einfach mal die Playlist zu dem Spiel hier. Klickt da gerne rein, wenn ihr eine Folge verpasst habt oder nachholen wollt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr es datet. Wenn ich schon alles gesehen habe, natürlich. Klickt da gerne auch so rein, wenn ihr es nochmal sehen wollt. Ne, ist auch klar. Und ich wünsche euch einen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Öl. Euer Basukasu.